Und da sind wir auch schon wieder in unserer Kapitänskajüte. Und, Moment kurz. Ich würde sagen, wir gehen direkt zum nächsten Abenteuer, ne? Die Mission ist auf dem Schiff. Sobald wir mal ein bisschen Zeit haben, fangen wir mal langsam an zu erkunden hier. Interagieren. Während ihr euch um dieses Fort gekümmert habt, bin ich über den Schatz gestolpert. Heißt das etwa... Es war höchst merkwürdig. Nun, jedenfalls habe ich unter anderem Karten und Aufzeichnungen über französische Handelsrouten gefunden. Was denkt ihr, Gist? Vielleicht können wir sie ja benutzen, um der Royal Navy zu helfen und unsere Taschen zu füllen. Die Karten sind in ihrer Kabine, Captain, falls ihr sie betrachten wollt. Ja, alles klar, ich komme gerade daher, das hättest du mir auch vorher sagen können. Wir können ja mal. Zugang zur Flotte verschaffen. Die Seekampagne. Ja, und das ist etwas, was ich nie getan habe. Ich hoffe, das reicht, wenn ich jetzt direkt wieder rausgehe. Auf jeden Fall kann man dann beim, wie gesagt, ich kann euch dazu gar nichts sagen, weil ich das nie gemacht habe. Man kann aber, wenn man Schiffe geentert hat, kann man unter anderem Leute zur Flotte hinzufügen aus der Crew. Und kann dann so diese Schiffskampagnen hier machen. Aber fragt mich nicht. Da bin ich leider. Hallo. Die falsche für. Okay. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Ja, ich glaube, das wird nämlich auch für dieses Let's Play jetzt etwas zu weit gehen und zu lange dauern. So, unsere nächste Mission ist in New York. Tatsächlich in New York. Dann können wir ja mal, das geht da lang. Wir können ja mal auf dem Weg dahin hier schon mal ein bisschen was erkunden. Captain am Ruder! Der Colonel dankt und gratuliert euch, Shay. Er ist wieder in New York. Aber ihr wirkt bestürzt. Fragt ihr euch manchmal, ob ihr richtig handelt, Gist? Ob ihr den rechten Weg wählt? Hab ich, junger Freund, aber nicht mehr. Nicht seit ich den Colonel kenne. Und was gäb's zu fragen? Die Franzosen stehen auf unserem Land. Es wird Zeit, sie zu verjagen. Natürlich. Ihr habt recht, Gist. Segeln wir nach New York. Aye, Captain. Ja, es ist eine ganz schöne Zwickmühle, in der unser Shader steckt. Ich meine, immerhin waren das mal seine Freunde, den Leuten, denen er vertraut hat. Und jetzt ist er genau auf der Seite, wie seine damaligen Freunde bekämpft haben. Blöde Situation. So, was haben wir denn hier für ein schönes Örtchen? Es gibt hier Tiere, ich habe jetzt gerade nicht gesehen, welche. Und es gibt bestimmt auch einen Aussichtspunkt. Wenn wir mal suchen gehen. Der da oben. Wo ist das denn, Außenposten? Ach ne, es ist Renovierung, ne? Was will er denn? Ich warte auf eure Anweisungen, Sir. Kommt drauf an. Was willst du denn? 20 Holz, 50 Stein, 30 Stoff. Alles klar. Ich bin
So. Einkommen gesteigert. Sehr gut. Und der Aussichtspunkt ist da oben. Ich laufe mal hier hoch. In der Stille der Nacht. So, was haben wir hier? Wir haben Häschen und Biber. Und ich glaube, Biber brauchen wir tatsächlich sogar nochmal. Und Häschen wahrscheinlich auch. Wir haben ein Liedchen. Tralala. Und ansonsten nicht viel. Außer zwei Kistchen oder so. Also, wir holen uns das Liedchen, würde ich sagen. Schnappen uns auf dem Weg einen Hasen und einen Biber. Das ist der Ort, wo Hase und Biber sich gute Nacht sagen. Was haben wir hier? Ist, glaube ich... Was ist das? Jagdherausforderung. Die habe ich allerdings auch nie gerne gemacht. Das ist mir so sinnloses Geschlachte. Also, man muss hier jagen, aber ich finde immer, weiß ich nicht. Wenn es nicht unbedingt sein muss, dann möchte ich die Tierchen leben lassen. Und außerdem ist das auch noch auf Zeit. Oh, nicht angucken. So. Häschen sind hier. The Maid of Amsterdam. Amsterdam? Jeder von euch war ja bestimmt schon mal in Amsterdam. Gut. Oh, hier kann man runter, ne? Hier ist sonst nichts. Okay. Uah. So. Asi! Asi! Komm schon her. Komm schon her. Komm her. So. Hab ich nicht gerade noch ein zweites Hase hier? Hey! Familie! Na, komm her. So. Ein Häslein wollt spazieren gehen. Spazieren ganz allein. Aber der kommt mir schon entgegen. Hey, der will nicht mehr weiterleben ohne seine Familie. So, drei Häschen haben wir. Das reicht für den Anfang, hoffe ich. Was haben wir hier? Ach, shit. Oh, vier Holz. Nicht viel, aber etwas. So, die Biberfamilie ist bestimmt hier. Sprich, da. Sieht hier auch sehr biberig aus. Gut, da läuft schon ein... Aha, jetzt kann ich da nicht hin, weil da so ein kleines Sperrgebiet umherläuft. Wir lassen die mal kurz ihren Weg gehen. Mit einem Biberbutzemann. Alter, wie die immer schreien. Oh Mann. Tut mir so leid. Hier waren doch gerade noch zwei andere. Die laufen jetzt da lang, ne? So. Oh, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ach, dein Ernst. Ja, Mann, dann bleib doch auch weg von mir. Ich will doch hier nur auf Biberjagd. Ja. So. Haben wir ein paar Biberchen.
Ich glaube, das reicht auch. Ich glaube, mehr brauchen wir hier auch nicht machen, ne? Ja, manchmal sind die Orte interessant, manchmal nicht so. Dann würde ich sagen, wir gehen zum Schiff zurück und markieren mal. Hier waren wir schon, ne? Ja, hier waren wir schon. Dann fahren wir mal hier rüber. Soll mal rüber schwimmen? Ja, ne, geht schneller als durchlaufen, oder? Komm, Shay. Warum muss der Mantel schwer sein, wenn der nass ist? Schon wieder 3000 auf der Bank. Eine Sekunde. Wir wollen ja nicht, dass das da anbrennt. Das nehmen wir uns mal direkt runter. So, jetzt haben wir wieder 23.000. Da können wir uns bald was Schönes zum Anziehen kaufen, Leute. Der Captain hat das Ruder. Ja. Bring die Hauptsegel in den Wind. Hochsegel vieren. Halbe Segel. Da müssen wir entlang. Moment, eine Sekunde. Die Frau muss nach dem Weg fragen. Hier geradeaus und dann. Setzt jeden Zollsegel! Amsterdam, volle Segel! Well, what I do say, in Amsterdam, there lives a bleibt gut, könnte wertvoll sein. Since Rovin's been my ruin, I'll go no more a-roving with you, fair maid. I asked this maid to take me. Wenn's wenig wird, hören die immer auf zu singen. Oder der Wind trägt ihre Stimmen fort, das kann natürlich auch sein. Oh, ich glaube, hier haben wir ein Bandenquartier. In der Rauch. Ja, stimmt. Klippe voraus, Sir! Alle außer Großberg! Ankommen los! Alles klar. Die Siedlung. Französische Giftreserven zerstören, Hexen schützen. Heckenschützen töten und den französischen ja, wisst ihr schon. Was? Wer lacht denn hier so? Dann gucken wir mal. Oh, hier ist ein Aussichtspunkt. Kommst hier durch? Ja, das ja. Geht. Ja, das geht. Washington qui a commandité la mort de Jumonville. De commandement? Ils en trouveront, tu vas voir. Die gehen bestimmt gleich wieder zurück, ne? Tschüss. Pat und Patterchen gehen was essen. Huh.
Ah, er muss sich umdrehen, wenn... Er muss sich einfach umdrehen, wenn ich da ankomme. Es geht nicht anders. So. Muss er was zerstören? Oh, okay. Darf man hier hinten rum? Oh, hier sind viele. Oh. Oh, das war nicht gut. Das war jetzt richtig unklug. Bin schon weg. Tschüss. Komm wieder. Alter Shay. Ja, hat dich jetzt auch wirklich wieder jeder gesehen. Mann, 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 Mann. Palim, palim. Ja, komm, Schnucki Putz, ich hab dich doch schon gesehen. Komm her. So. Mach's ein bisschen heier. Schießen will ich jetzt nicht, das ist zu laut. Vielleicht kommt er uns ja besuchen. Ja, das ist zu weit, ne? Ja, okay. Soll er da suchen? Wo ist er jetzt? Er sucht da noch rum. Da guckt gerade keiner. Da guckt gerade keiner. Ich riskiere es mal. Und husch mal ins Gebüsch. So. Naja. Ja. So. Guck gerade jemand? Vielleicht hier rüber. Mein Gott. Ich habe keine Ahnung, ob die hier eine Alarmanlage haben. Also eine Alarmglocke. Und die sehen uns auf jeden Fall. Da müssen wir irgendwie anders hin. Er da. Er kommt uns besuchen. Moin. So, er macht Heier. Kommt noch jemand? Eh bien, montre-moi où je campe. Monsieur Eckenschütze steht da oben. Ja, kommst du hier hoch? Hallo? Ach, wir hätten auch die Leiter nehmen können, ja gut. Und lautlos fiel er zu Boden. So. Das war der zweite. Da unten ist das, was wir zerstören wollen. Eine Sekunde. Mal runter. Jay, runter. So. Ich glaube, guckt gerade keiner, ne?
eigentlich da drauf klettern? Und da. Cool. Mhm. Das haben wir auch. So, jetzt noch ein Heckenschütze und den Anführer. Psst, geh runter. Die besten Wachen der Welt. So. Der Eckenschütze ist da oben. Den Anführer haben wir noch nicht gefunden. Da stehen zwei Knaben rum. Die wir eventuell mal damit aus dem Weg räumen können, weil die sehen uns, glaube ich, sonst. Das war jetzt so nicht der Plan. Oh, den können wir anschießen. Moment, den da. Den können wir anschießen. Halt still. Halt doch still. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn wir den anschießen. Weil erstens ist er stark und räumt welche aus dem Weg, wenn wir Glück haben. Ja, das tut er. Oh, das tut er wirklich. Okay. Und wird noch selber erschossen. Vom Eckenschützen, der hier oben ist. Und den wir jetzt selber erschießen. So. Hallo, hallo. So. Plumps. Siedlung befreit. Oh, was? Das ist ja voll gut. 1600 Geld, 110 Stein, 140 Holz, 40 Metall, 100 Stoff und 90 Tabak. Ja, geil. Wir werden alle Siedlungen machen, Leute. Sehr schön. Die Templer sind sehr großzügig, muss ich sagen. So. La situation est agitée sur Terre comme en mer. Na, Pluto? So, dann nehmen wir uns noch die eine Truhe mit. So. Und hier war noch ein Wohlstand, ne? Habe ich gesehen. Irgendwo. Auf dem Turm. Hier, ne? Wo ist es denn? Ja. Oh, ich glaube aber, dass der Junge da nicht erfreut ist, wenn wir da hochgehen. Egal auf welcher Seite der jetzt steht. Egal auf. Hallo. Shay, ernsthaft? Das ist jetzt aber nicht dein Ernst. Ich komme hier rauf. Wir müssen ein bisschen gucken, dass der uns nicht sieht. Der schubst uns sonst. Ja, seht ihr, der fängt schon an zu schießen. Ich weiß nicht warum, das ist voll blöde, weil wir eigentlich auf seiner Seite stehen. Aber die kacken sich halt voll ein, wenn man da hochgeht. Wenn die da oben stehen. Wir wollen aber den Wohlstand, das heißt, wir versuchen mal hier raufzukommen. Und warten, bis er sich in die andere Richtung. Und los. Und. Oh, so. Na. Mhm. Oh, ich sehe nichts. Hallo, Shay. Jetzt kommt er hier wieder nicht die Steinchen hoch. So.
So. Dann gehen wir mal zu unserem Schiffchen zurück. Achso, Was war jetzt im Moment? Nee, ist hier auch gar nicht. Okay. Ich wollte uns unser Mäntelchen kaufen, aber ist jetzt gerade noch nicht so. Dann fahren wir mal ein Stückchen weiter. Die Crew freut sich, wenn wir immer nur 2 Meter fahren. Ja. Na. Können wir mal ganz kurz... Achso, ist leer, okay. Ja, wir waren ja erst. Oh, Shay. Oh, Shay, was machst du? Captain, du bist am Ruder! Ja. Großsegel! Hoffentlich kann er besser rudern, als er laufen kann. Setz Top, Bram und Marssegel! Treib gut, wartet auf Aufnahme, Sir. Topsegel retten! Aufreihen! So. Ein Aussichtspunkt, eine Windmühle zum Renovieren. Was wir theoretisch, wenn wir genug Material haben, tun könnten. Ja, wir gehen erstmal hoch. Wir sind bereit, gute Werke zu tun, werter Sir. Das kommt darauf an. Ja, ich glaube, wir sind bereit, gute Werke zu tun. Ja, voll gemütlich. Voll schön. Oh, mit dem Tischchen hier. Oh, das wäre ja meins, ne? So. Wie kommen wir denn zum Aussichtspunkt? Was haben wir denn da? Ah, wir können hier lang gehen. Wo war der? Da oben, ne? Da. Müsste man ja eigentlich hier rüberkommen. Viel gibt es hier aber jetzt auch nicht. Ein Wohlstand. Ja, ein Wo waren denn die Tiere? Sollten hier nicht Wölfe oder sowas sein? Habe ich das nicht irgendwie gelesen? Was ist das denn hier? Außenposten voll. Oh. Ich sag, da ist nichts. Da hätte ich doch fast den Außenposten vergessen. Übersehen. Und hier ist noch ein Wohlstand und hier sind Wölfe. Ich frage erst gar nicht, ob wir Wölfe brauchen. Ich gehe davon aus, dass wir noch welche brauchen. Okay, ich schnapp uns hier den Wohlstand, dann kriegen wir vielleicht ein Wölfchen dabei und dann machen wir den Außenposten. So.
Ah, was? Dein Ernst? Geh weg. Hey. Hm? Oh. Ja, droll. Sag mal. Ernsthaft? Na, Wulfi? Mist! Ich hasse die Tasten. Komm her. Hör auf mich anzuknurren. Das habe ich gar nicht so gerne. So. Läuft bei uns in der Wolfsproduktion. Komm ich hier hoch? Alles klar. Wohlstand haben wir auch. Ja, Shay, ich weiß. Ist mühsam. Komm, geh wieder runter. Geh wieder runter. Ja, hopp, hopp. Hopp, hopp. So. Geschafft. Der alte Mann ist unten. Ah, der Außenposten war hier, ne? Ich guck mal ganz kurz, was brauchen wir denn für gesund... Nein, hier? Das haben wir gemacht. Zwei Polarhasen und zwei kanadische Luchse. Grauwölfe haben wir und zwei Schwertwale. Schwarzwölfe, Nahwaldstoßzahn, okay. Ja, den können wir machen. Okay, oh Gott, oh Gott. Was war hier? Berserkerfall Wirksamkeit. Ja. Okay, ich glaube, hier können wir nichts machen. Hier oben war noch ein Beutelchen irgendwo, ne? Nein, wo war das denn? Hier, ein Wölfchen. Schönes Täschchen draus gemacht. Mh, ein Wolfstäschchen. Häschen. Ich glaube, wir brauchen gerade keine mehr. So. Aber wenn ich so auf die Uhr schaue, würde ich sagen, den Außenposten machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, passt auf euch auf. Macht's gut. Ciao, ciao.